Hi Leute, bist du ein Abbrecher oder einer, der es durchzieht? Heute geht es darum, um das Problem, das vielleicht viele von euch kennen. Du hast was angefangen, Ausbildung, Studium, eine Arbeit begonnen, einen Job angenommen und merkst jetzt vielleicht nach ein, zwei Wochen, drei, vier Jahren oder wann auch immer, hey, es war nicht das Richtige für dich. Oder du bist nicht so ganz glücklich. Was sollst du machen? Man bricht doch nicht einfach was ab. Oder jetzt bist du schon so weit in deinem Studium. Und bei der Frage, denke ich, gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten. Und zwar der erste Punkt ist, warum du überhaupt diesen Job, diese Ausbildung, das Studium begonnen hast oder was auch immer du gerade machst. Und ich habe dazu neulich schon ein Video gemacht, heißt die richtige Entscheidung treffen. Also schau dir das am besten nochmal an. Das ist ein wichtiger Punkt. Schau dir unbedingt das Video an, ist in der Infobox verlinkt in der Ecke. Und dann der nächste Punkt, wenn du jetzt in dieser Situation bist, ist es dann richtig, das durchzuziehen oder abzubrechen? Der wichtige Punkt ist eben dabei, meiner Meinung nach, ob du überhaupt die richtige Entscheidung getroffen hast und ob diese Entscheidung sinnvoll war. Wenn du diese Entscheidung damals nur getroffen hast, weil du irgendwelche Ängste hattest, zum Beispiel, dass du finanziell nicht richtig versorgt bist, dass du materiell nicht richtig versorgt bist, aus irgendwelchen Angstthemen heraus oder aus gesellschaftlichen Zwängen, weil ja, deine Eltern haben sich das halt so vorgestellt, die waren schon Lehrer und dann wirst du auch Lehrer oder dein Vater war Bäcker und du wirst auch Bäcker, egal was. Hast du diese Entscheidung getroffen, weil du das wolltest? Oder weil jemand anderes das wollte. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es ist nicht immer schlecht, was abzubrechen. Das kann in einem Moment sinnvoll sein. Aber das Beste ist eben gleich die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du jetzt die falsche Entscheidung getroffen hattest, dann ist es oft natürlich nicht möglich, direkt umzuswitchen. Vielleicht bist du jetzt nicht mehr unter einer finanziellen Stütze von deinen Eltern und kannst plötzlich eine andere Ausbildung anfangen, hast dazu nicht die finanziellen Mittel. Dann musst du vielleicht langsam umswitchen, wenn du jetzt einen anderen Job, anderes Studium und so weiter möchtest. Dann gilt es eben, den einen Job eventuell erstmal runterzuschrauben, sodass du über die Runden kommst, dass du einfach nur deine Miete zahlen kannst und dir essen holen kannst und dann kannst du dir was anderes aufbauen. Dann kannst du wirklich schauen, was du möchtest. Und da würde ich eben nicht von jetzt auf gleich, sondern eben dieses Reduzieren, dir die Zeit nehmen, habe ich auch in einem anderen Video gesagt. Nimm dir dann die Zeit und schau diesmal wirklich, was du möchtest. Es ist nicht schlimm, was abzubrechen. Diese falsche Konsequenz ist oft fehl am Platz. Wenn du, nur weil du was begonnen hast und es dann zu Ende machst, weil du ja so konsequent bist. So, wenn du merkst, dass du einen Fehler machst, dann brich's ab. So, wenn du merkst, dass es scheiße ist, ständig Abgase in die Umwelt zu hauen, dann such so schnell wie möglich nach einer anderen Lösung, um keine Abgase mehr in die Umwelt zu hauen mit den Technologien. Entwickle neue Technologien. Das ist vielleicht ein Ansatz für die Menschheit. Bring andere Technologien in den Vordergrund. Das heißt, in diesem Fall wäre ja die Konsequenz, oder mache ich jetzt weiter, ich habe mich jetzt für Benziner entschieden. Nein, man kann langsam umsteigen auf andere Technologien, die umweltfreundlicher sind. Elektroautos mögen da jetzt auch nicht das Beste unbedingt sein. Aber vielleicht eine ganz gute Übergangslösung. Muss man schauen,
wie man da Techniken noch verfeinert, dass das Ganze besser genutzt werden kann. Jetzt nur als Beispiel, das war jetzt eigentlich viel zu konkret. Aber wenn du einen Fehler machst und es merkst, wie mit den Atomkraftwerken, dann ein anderes Beispiel. Wenn du es merkst, dann schalt's ab. So weit wie es geht, so schnell wie es geht. Die Konsequenz ist da dann eventuell Fehl am Platz. Andererseits ist es häufig auch, was ich bei vielen Menschen sehe, beobachten kann, ein Ausweichen, mal was zu machen, mal was durchzuziehen. Und häufig ist nicht der richtige Wille da und die Kraft, weil es vielleicht mal anstrengend ist und man aus der Komfortzone geht. Aber mal aus der Komfortzone rauszukommen, ist auch schön. Viele treffen vielleicht eine Entscheidung nicht längerfristig oder ziehen es nicht konsequent durch, weil dann irgendwelche Ängste auftauchen, wie, oh, wenn ich jetzt, eigentlich möchtest du zum Beispiel den Leuten Gesundheit vermitteln. Möchtest wieder zeigen, wie man glücklich und ein erfülltes Leben leben kann. Weil du selber gemerkt hast, du kannst ein ganz anderes Leben führen vielleicht. So war es bei mir. Und dann hatte ich aber Angst, hey, mich hier vor so eine Kamera zum Beispiel zu stellen. Mich in den Mittelpunkt irgendwo zu stellen, bei Seminaren auf eine Bühne zu stellen oder sonstige Sachen. Da hatte ich Angst davor. Und deshalb hatte ich manchmal Zweifel, ob das das Richtige ist. Und eigentlich ist es aber genau das Richtige, was ich machen möchte. Und wenn du in dem Fall dann abbrichst, dann ist es genau das Falsche. Das ist eben die zweite Möglichkeit. Viele brechen ab, obwohl es das Richtige ist, aber sie haben Ängste. Also, hör da nicht auf die Ängste. Geh mal aus deiner Komfortzone. Umso mehr ich meine Komfortzone selber verlassen habe. In ganz kleinen Schritten hat man Leute nach der Uhrzeit gefragt. So war das bei mir am Anfang. Es war für mich eine Überwindung, Leute auf der Straße einfach nur nach der Uhrzeit zu fragen, wenn ich an der Bushaltestelle stehe, wann der Bus kommt und ich keine Uhr hatte. So. Wenn du aus diesen Gründen, aus einer Angst heraus, aus einem Sicherheitsbedürfnis nicht weiter bei der Sache bleibst, dann ist es genau das Gegenteil und du solltest die Sache weitermachen. Das musst du dich ehrlich fragen. Keiner kann dir das beantworten, außer du selbst. Möchtest du was abbrechen aus einem falschen Sicherheitsbedürfnis, aus einer Angst heraus, weil du dich Sachen nicht traust und du dich deinen Ängsten dann mal stellen müsstest, aus deiner Komfortzone rausgehen müsstest? Das richtige Leben geschieht eben nur, wenn du nicht aus Angst heraus handelst, sondern aus reiner Freude und du diese Ängste mal annimmst, da durchgehst, aus deiner Komfortzone rauskommst. So kommst du in ein glückliches und erfülltes Leben. Ist vielleicht nicht bequem, aber es macht dich frei und glücklich. Ein freies und glückliches Leben ist nicht unbedingt bequem, weil du dich auch gewissen Themen und Dingen stellen möchtest. Da ist das andere bequem, aber es ist deine Entscheidung, was du machst natürlich. Fragst dich selber, auf Dauer macht es dich. Kann ich dir aus reinstem Herzen sagen, macht es dich nicht glücklich, wenn du da immer diesen bequemsten Weg gehst. Er ist nicht am bequemsten, weil du nicht glücklich wirst. Also, abbrechen muss nicht falsch sein, muss nicht richtig sein. Sei ehrlich zu dir selber. Möchtest du was abbrechen, weil du eine Angst hast? Oder möchtest du was abbrechen, weil es einfach nicht das Richtige war, weil du nicht deine Entscheidung richtig durchdacht hast? Dann schau dir nochmal das andere Video, wie gesagt, an. Ansonsten würde mich wie immer deine Meinung interessieren. Post einfach unter das Video, schreib einen Kommentar. Interessiert mich brennend. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Eine gute Zeit und ich hoffe, du triffst die richtige Entscheidung und bist ehrlich zu dir selbst. Mach's gut. Bis dann. Ciao.